Hier präsentieren wir die 5 beste Spielzeugregaltests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das Kinderregal mit Aufbewahrungsboxen von P.A.U.S. begeistert durch das pfiffige Mini- und D-Sichen. Die Masse sind 53x30x60 cm BXTXH, es ist also recht kompakt. Insgesamt hat es 3 Boxen, eine große und 2 mittelgroße. Das Regal hat keine Außenwände. Da es sich um eine Stangenkonstruktion handelt, auf die die Boxen aufgesetzt werden. Oben ist es mit einem Stoffbezug versehen, so dass es auch als Ablage für Kleinteile genutzt werden kann. Leider können sich die Stangen beim Herausziehen der Boxen teilweise aus den Halterungen lösen, was in Verbindung mit der etwas geringeren Stabilität dazu führte, dass es für das kompakte Regal nicht für eine Platzierung weiter oben reichte. Nummer 4. Das Kinderspielzeugregal mit dem liebenswerten Winnie vor der Sichen ist wirklich ein Hingucker für jedes Kinderzimmer. Durch die leicht versetzt angeordneten Boxen ist die Handhabung für Kinder besonders einfach macht. Das Praktische an diesem Regal ist zudem, dass es 6 Boxen hat, die verschieden groß sind. Es gibt eine große, 2 mittlere und 3 kleine Boxen, die alle bunt bedruckt sind. Diese Textilboxen sind faltbar und trotzdem stabil. Man sollte allerdings nicht zu viele schwere Gegenstände hineinpacken, wie zum Beispiel mehrere Bücher. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Ein wirklich günstiges Spielzeugregal gibt es von der Firma Immanhutsrading. Es hat 9 bunte Boxen, die aus Kartonage bestehen und mit Stoffbezug überzogen sind. Das macht sie nicht besonders stabil, aber die meisten Kinderspielsachen sind ohnehin sehr leicht, wie Kuscheltiere oder Legosteine. Das Spielzeugregal gibt es in Weiß mit Rosa, Hellblauen und Limettenfarbenen Boxen. Die andere Variante ist ein Mix aus den 4 Grundfarben mit giftgrünen Außenwänden und den Boxen in Rot, Gelb, Grün und Blau. Nummer 2. Im Test konnte auch das Spielzeugregal mit 9 Boxen von Casper überzeugen. Sie können es mit einem Dinosaurier-Motiv in Grün und Blau kaufen und es bietet jeweils 3 weiße, 3 grüne und 3 blaue Boxen, also insgesamt 9 Boxen. Das Regal gibt es auch in einem rosaroten Herzchen, der sich mit Boxen in Rot, Rosa und Hellgrau. Die Seitenwände des Spielzeugregals sind mit den Motiven verziert, die Boxen sind einfarbig ohne Muster. Das Regal ist 66 cm breit und 59 cm hoch und aus beschichteter MDF-Platte gefertigt. Es hat keine Rückwand, denn man baut es einfach so zusammen, dass die beiden Seitenwände mit 4 Stangen verbunden werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als Testsieger und somit bestes Spielzeugregal hat sich die leicht zu montierende Serie von TW24 durchgesetzt, die mit einer bunten Auswahl an Disney-Motiven einen sehr schönen Blickfang für das Kinderzimmer bietet. Sie können zwischen 10 verschiedenen, sehr ansprechend gestalteten Disney-Charaktermotiven wählen. Von Mickey Mouse über Cars bis hin zu Findet Nemo. Dieses Kinder-Spielzeugregal hat 6 verschiedene große Textilkörbe mit bunten Dekorbildern. Sie sind im Regal schräg angeordnet, so dass das Herein- und Herausnehmen für Ihr Kind einfach ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.